Deine Mutter schaut Minecraft Sky. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft Sky. Ja, beim letzten Mal haben wir ein bisschen Zanit gesammelt. Ich habe auch gesagt, ich sammle Offscreen Sachen. Allerdings wurde angeblich, also angeblich wurden die Bliss Spawns ausgemacht. Und es sind nur noch die, die bereits gespawnt sind da. Ich weiß es nicht, da vorne sind sehr viele. Hier ist auch eins jetzt neben meinem Haus gerade, was ein bisschen beängstigend ist. Aber ich warte mal ab. Oh, guck mal, das ist so eine lustige Willi-Wolke. Zwei davon sogar. Alter, was ein Attentat. Steht da in meinem Haus noch? Ja, steht noch alles. Cool. Wir haben uns gerade einen Altar gecraftet. Mit dem kann man Sachen verzaubern. Und zwar, indem man Ambrosium hier so fliegen lässt. So, und dann halt den entsprechenden Block drauf packt. Das Einzige, was man verzaubern kann, ist allerdings, soweit ich weiß, Gravitite. Damit man das Enchanted Gravitite hat. Heißt, ja, wir haben Altar, aber bringt nicht so viel. wenn wir noch die... Genau, wir können uns noch einen Ofen aus Holy Stone machen. Das ist... Ja, der funktioniert auch mit Ambrosium. Das ist jetzt hier nichts Besonderes. Und wir können uns dann noch so einen Freezer machen. Da brauchen wir, glaube ich, diese Ice Stones. Dann kann man, da konnte man einen Freezer... Gibt es den noch oder ist der schon wieder entfernt worden? Das ist halt die Sache, wenn die Versionen sich alle 3 Sekunden ändern, dann sind die Hälfte der Blocke da und nicht da. Oh, einen Inkubator brauchen wir auf jeden Fall auch. Damit können wir nämlich unsere Moas schlüpfen lassen. Wenn wir mal ein Moa-Ei hätten. Aber machen wir schon mal einen. Aber ein bisschen Holz und Steine. Ich habe keine Steine. Noch nicht, aber gleich. Ich werde auch noch in der Folge so einen kleinen Mini-Cut machen und dann anfangen, ein bisschen Zeug zu farmen. Weil, wie gesagt, ich wollte ja ein bisschen Zeug haben und jetzt nicht komplett nackt hier anfangen. Aber, achso, hier ist übrigens ein Ambrosium-Erz. So sehen die aus. Ich glaube, das lohnt sich. Kann man die Erze mit dem Holzwerkzeug abbauen? Ich teste es mal. Weil, wenn ja, das wird sich theoretisch mehr lohnen. Ich mache das hier gerade sehr knapp mit meinen Werkzeugen. Ich muss echt mal ein bisschen Material farmen auch. So, schauen wir mal, kann ich das mit Ding abbauen und krieg direkt 2 raus? Ja, cool. Dann muss ich also alles immer, was ich brauche, mit Holzspitzhacken abbauen. Ich glaube nicht, dass man Zanit mit Holzspitzhacken abbauen kann. Aber wer weiß, vielleicht funktionieren die Ether-Werkzeuge anders. Das teste ich dann alles mal. Wäre auf jeden Fall cool. Dann hätte ich jetzt voll die Verschwendung, Zanit mit der normalen Spitzhacke abgebaut zu haben. Oh, ist richtig gut, wie viel. So. Steine haben wir jetzt auch 13 Stück, genau. Dann können wir kurz mal hier hochgehen. Und uns einen Inkubator bauen. Da brauchen wir mehr Holz. Gleich. Gleich bauen wir uns einen Inkubator, ich schwöre. Ach man, die ganzen Bäume, die einfach viel zu groß sind, dass ich sie nicht fällen konnte. Es tut mir leid, riesige Bäume. Könnt ihr nicht ein bisschen kleiner wachsen? Das wäre sehr nett. Das finde ich ja echt gemein von euch. Weißt du, ihr müsst auch mal auf mich achten. Ach übrigens, danke, dass ihr es alle doch akzeptiert habt. Irgendwie am Anfang, wo das Video gestern rauskam, haben richtig viele sich beschwert. Ja, wieso spielst du ein Modpack, wenn du dann nur in den Ether gehst? Weil ich 25 Folgen lang Sachen gecraftet habe. Ich will jetzt einfach mal ein bisschen, keine Ahnung, was anderes machen. Ich brauche halt mal, ich sag ja, weißt du, ich sag so, ja maximal 5 Folgen und trotzdem beschweren sich ja alle. Ich darf doch wohl 5 Folgen lang ein bisschen Fun haben im Ether. Wenn überhaupt 5 Folgen, vielleicht langweile ich mich jetzt auch schon nach der Folge und dann gehe ich wieder zurück erstmal ein bisschen. Komme hier später mit Nami. Ich wollte hier halt nur so ein kleines Ding hier aufbauen und die Idee fand ich ganz cool. Genau, und dann kann ich jetzt hier das Ei oben reintun und hier unten die Fackeln, glaube ich, oder Ambrosium selber, ich weiß es nicht mehr genau. Und dann schlüpft das Viech und dann muss ich das mit den lila Petals füttern, die ich noch nicht habe. Ja. Das ist der Plan. Da unten ist ein Moa rumgelaufen gerade, bevor ich angefangen habe. Vielleicht hat der da mir ein Geschenk da gelassen. Das wäre sehr nett. Der ist da rüber gewandert, okay. Hast du vielleicht ein Eichen gelegt? Oh, ein Moa-Ei. Guck mal, da fliegt es. Wie süß. Oh, wenigstens einen von den Viechern getötet. Aber wie es aussieht, ist hier immer noch kein Moa-Ei. Es ist nicht ganz so schlimm, weil... Alter, guck mal. Hier ist gerade richtig wenig los. Ah, die ganzen Erze würde ich mir gerne schnappen. Aber gut. Hier drüben war auch noch ein Moa.
Genau, die zwei Stück von gestern. Vielleicht haben die ja zufällig ein Ei gedroppt. Wenn der da so flattert und so Wusch-Wusch-Geräusche macht, das backt nur ein bisschen rum. Vielleicht sehen wir einen Zanit. Ich habe übrigens den Shader wieder reingemacht. Weil im Äther... Gott, sieht das geil aus. Im Äther kann ich mit Shader spielen. Weil hier keine Maschinen stehen, die meine FPS töten. Ist auch sowieso gut. Alter. Holy shit. Das sieht so viel besser aus. Oh, der Äther ist ja richtig schön mit Shader. Das hat sich schon mal gelohnt. Morgen ist der zweite, oder? Wenn morgen der zweite ist, kann ich morgen ein paar Zelda hochladen. Huiuiui. Ich habe nicht mehr drüber geredet. Weil ich nicht jeden Tag aufs Neue erzählen wollte, wie viel Zelda ich spiele und so. Aber ich habe jetzt eigentlich so ziemlich 6 Tage durchgehend Zelda gespielt. 5. 5 Tage, glaube ich. Heute ist der 6. Tag. Ich habe meistens halt immer so geschaut, dass ich ein bisschen was für YouTube habe. Und dann von morgens bis abends Zelda gespielt. Ich bin also ein bisschen faul. Aber es ist immer noch sehr geil, das Spiel. Und ich glaube, ich habe es jetzt fast durch. Es klingt so doof, wenn es jetzt morgen erscheint, übermorgen erscheint für euch. Aber hey, dann kann ich ein cooles Video für euch machen. Ich versuche es so spoilerfrei wie möglich zu halten. Weil das Spiel sollte man echt selber erleben. Ja. Okay, gut. Dann werde ich jetzt dann ein bisschen Erze farmen und so. Und gucken, dass vielleicht einer der Moa ein Ei legt. Doch noch. Das wäre sehr schön. Damit wir wenigstens irgendeinen Moa haben. Okay, das sind diese Blaze, die mich immer abschießen. Blaze. Und... Wenn nochmal Nacht ist und da oben ist auch noch ein Moor. Ich hätte gerne einen schwarzen Moor. Weißt du, mit Mordado richtig viele weiße Moas gesehen. Das hätte ich richtig ausnutzen sollen. Und jetzt finde ich gar keine mehr. Na gut, ich gehe auch nie von meinem Haus weg. Könnte eventuell daran liegen. Nein. Das Spiel ist schuld. Eindeutig. Hört auf mich zu schießen. Dumm. Blitz. Blitzblaze. Hier? Ei? Nein? Okay. Irgendein cooler Moor hier am Rumchillen? Am Rumstisseln. Da ist ein weißer Moor. Oh. Ein weißer ist ja schon mal cooler als ein... Dings hier. Aber er muss halt erstmal ein Ei legen. Ich hasse die. Besonders die fliegen halt nicht auf einen zu. Die bleiben einfach auf ihrer Höhe. Vielleicht hole ich mir die Chakrams, um die zu töten. Wäre das okay für euch? Bestimmt. Ihr seid doch cool drauf, oder? Okay, dann hole ich mir die Chakrams und dann kann ich die töten. Und dann seht ihr mich gleich, wenn ein Ei droppt bei dem blauen Moor, weißen Moor. Genau. Bis gleich. Okay, die Viecher spawnen doch noch. Hier ist das Portal und da sind jetzt überall Blazes. Da schreibe ich vielleicht dann nochmal. Aber hey, 2 Wurfsterne reichen, um einen von den Viechern zu töten. Das ist schon mal gut. Gut, dann muss ich trotzdem noch warten. Oh, da ist eine Blume. Perfekt, perfekt. Alter, genau wenn ich gerade was kommentiere. Damit kann ich meine Moas zähmen. Ich brauche davon, glaube ich, 4 Stück. Also noch so eine 2. Blume wäre perfekt. Aber hey, es war schon mal eine Blume. Oh, und ich kann diese Blizzes endlich jetzt weg loswerden. Das ist das Beste, glaube ich. Die gehören einfach nicht ins Botpack. Alles andere, also ich greife nur diese Blizze damit an, okay? Einfach um die loszuwerden. Weil sonst ist es echt eklig. Überhaupt zu existieren. Wo war mein weißer Moa? Ach, da unten. Da liegt ein Ei! Ja, wir haben ein weißes Moa-Ei. Oh, schön. Leider kein schwarzer Moa, aber ein weißer Moa für den Anfang ist schon cool. Auf jeden Fall. Besser als so ein blauer. Die sind ja überall, die blauen. Oh Gott, ich komme nicht mehr zu meinem Haus. Die Armee der Blizzes. Nee, wir rennen einfach an der Seite vorbei. Guck mal, in meiner Haustür. Ich glaube, die spawnen doch noch. So. Hier raus aus meiner Haustür. Könnte vielleicht daran liegen, dass ich keine einzige Fackel in meinem Haus aufgestellt habe, dass hier Monster spawnen. Aber ich bin nicht sicher. So. Cool. Ich könnte den Moa in meinem Haus schlüpfen lassen. Ich habe nur Angst, dass er raushüpft, aber egal. Wir züchten den in meinem Haus. Geht das so oder mit den Fackeln? Ich glaube, das war mit den Fackeln. Ja. Guck mal. Ich weiß nicht, wie viele ich brauche, um zum Zählen. Ich glaube, es sind circa 4. Also bräuchten wir noch 1, 2 mehr auf jeden Fall. Jetzt ist der zu meinem Haus gelaufen, der andere Moa. Schon, weil ich sein Ei geklaut habe. Ah, was soll's. Wir brauchen noch so eine blaue Blume. Aua. Geht weg.
Geht weg, ihr elenden Kreaturen der Hölle. Zack. Ist hier noch eine blaue Blume? Pack man. Okay, den habe ich erwischt. Also diese, ihr habt ja vorhin gesehen, wie sie aussieht. Genau, so eine brauche ich nochmal. Wenn ich noch eine davon töte, dann habe ich auf jeden Fall genug Fuddy. Ich hoffe, ich habe die Haustür zugemacht. Habe ich die Haustür zugemacht? Oh Gott, Moa-Baby, nein. Oh, ich habe sie zugemacht. Ja, es ist geschlüpft. Nice. Ich habe ein Baby-Moa. Hungry. So, ich muss die, glaube ich, immer füttern, wenn sie Hunger haben. Immer, wenn sie hungry sind. Oh, das ist ein böser Moa. Oh, warte, die wollte ich gar nicht. Entschuldigung, habe ich vergessen. Aus Reflex. Ich denke immer, das blaue Schaf da hinten ist eine. Okay, ich suche am nächsten Tag weiter. Mein Leben steht nicht so gut. Ich muss mit Abstand kämpfen, sonst werden die mich töten. La 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 la. Hilfe. Okay. Die erfolgreiche Flucht aus dem Nether. Äther. Fuck. Sag ich selber schon falsch. Nein! So, war nicht meiner. Da ist mein Baby. Bist du hungry? Ja. Hier, iss. Bist du dumm? Lauf nicht weg! Okay, die passen durch Türen. Ich merk's mir. Den finde ich doch nie wieder. Ich baue den mal mit Erde ein. So, jetzt hast du da drin ein bisschen Platz. Die ist kalt? Okay, warte, kriegst noch so eine Fackel hier rein. Und schon wieder hungry. Ich habe noch nicht mehr zu essen. Scusi. So, es ist Tag endlich. Nach Ewigkeiten des Monsterschlachtens. Und jetzt müssten wir eigentlich nur noch so eine Blume finden und keine Blizzes mehr. Und dann haben wir es, können wir unseren Moor fertig füttern. Das wäre sehr schön. Ein Häschen! Das tue ich auf den Kopf. Damit falle ich jetzt langsamer. Was ganz praktisch ist, falls ich mal irgendwo runtergeschubst werde. Das ist nämlich echt so ein kleiner Lebensretter. Ach Mann. Wo ich mit Mardado mal hier durchgerannt bin zum Dungeon, da waren 80 von diesen Blumen. Ich habe auch richtig viele Petals noch außerhalb liegen, aber ich will halt nicht irgendwie alles immer von außerhalb holen. Ja! Oh, hier sind zwei Blumen! Ja! Komm her! Vergifte mich! Ja! Geil! Stepp. Okay, das Vergiften ist nicht sehr geil, aber... Ach, es hält nicht so lange, das Gift. Gott sei Dank. Cool. Wir haben ein paar Petals. Ich hoffe, mein Moa ist nicht verhungert, sonst bin ich jetzt sad. Nein, hungry. Ja, er ist erwachsen. Wir haben ein Moa gezüchtet. Ich brauche einen Sattel. Brauche ich einen Sattel? Ich glaube, ich brauche einen Sattel. Sattel. Kann man den craften bestimmt. String und 5 Leder. Okay, Mukus, Zeit zu sterben. Ich hätte echt gern vorher essen. Na egal. Ich muss die mit dem Holzschwert töten, ne? Für mehr Loot. Wenn ich nicht so viele Kühe töten möchte. Aber ich möchte alle Kühe töten. Nein. Aber die droppen auch Fleisch. Fleisch brauche ich auch. Das kann ich in meinen Holy-Stühn-Öfen tun. Ich habe hier meine Treppe in mein Haus. Mr. Bunny ist gegangen. Okay. Immer wenn er Schaden kriegt, steigt er scheinbar selber ab. Kann ich verstehen. Gott, Mordado. Pass mal auf. Immer im Rampenlicht will er sein. Oh, endlich essen. Nein, nein, ich möchte... Kann ich mein Schwert verzaubern? Oh! Ach, das repariert er durch. Okay. Schreckt mich halt. Schwert. So. Hatte ich hier nicht eine Kiste? Ja, genau. Oh, 2 Leder haben wir schon. Einen String kriegen wir ja aus Wolle. Glaube ich. Ja, 4 Strings. Nice. So, haben wir noch ein Schwert. Dann töte ich mal ein paar Mukus, würde ich sagen. Hallo, Mr. Hase. Komm her! Ja! 4 Leder schon! Noch 1 Leder! Bitte, Kuh. Ja! Alter, das lohnt sich ja richtig, Tiere damit zu schlachten. Okay, wir haben ein bisschen Fleisch, wir haben Leder, wir können uns einen Sattel craften
Und dann muss ich auch erstmal aufhören. Keine Ahnung. Vielleicht die Folge sollte lang genug sein. Ich hoffe es zumindest. Weil ich jetzt mit Paluten aufnehmen muss. Es ist 13 Uhr. Und ich habe gehofft, meine Folge vorher fertig zu kriegen. Weil die Folgen mit Paluten dauern immer ein bisschen länger. Und deswegen habe ich gehofft, dass ich meine schnell schaffe. Scheint auch ganz gut geklappt zu haben. Wir haben uns sogar einmal satt gegessen. Was ein schönes Leben. Haben hier 14 Fleisch von den Kühen bekommen. So überlebt man also im Äther. Und craften uns noch kurz einen Sattel. Tue hier schon so, als wäre die Folge vorbei. Jetzt kommt aber noch das Beste. Mr. Mower. Ja! Alter, wir können viermal springen. Nice. Zählt es als Objekt, was fliegen kann, was in der normalen Welt verboten ist? Ach, ich habe den Valkyren-Skin ausgewählt. Ich weiß nicht, warum ich die habe. Hier, ich kann hier so Skins auswählen. Lass mal Default, dann ist es unser weißer Moor. Der sollte immer dahin gucken, wo wir hingucken eigentlich. So war es früher programmiert. Nö, jetzt guckt er einfach geradeaus. Okay. Der lenkt auch irgendwie selber ein bisschen. Okay. Sehr diagonal fliegt der. Irgendwie immer nur so oder so. Kann scheinbar nur diagonal laufen. Merkwürdiger Vogel. Ich muss immer weiter rechts gucken, als ich... Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir einen Vogel, der viermal springen kann. Und cool fliegen kann. Nice, wir haben unseren Moor. Cool. Stellen wir einfach wieder hier ins Loch. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Okay, ich logge mich einfach hier mit aus. Bis zum nächsten Mal, euer Zimmelbart. Tschüss.